Für den leckeren Gurkensalat gibst du Creme fraiche oder Schmand, Salz, Dillspitzen, Petersilie, Paprika edelsüß, Weißwein oder Apfelessig und braunen Rohrzucker in deinen Mixtopf und lässt es für einige Sekunden auf Stufe 3 vermischen. Dann gibst du das Ganze in eine Schüssel, in der auch später die Gurken dazukommen. Danach montierst du den Wunderslicer oder schneidest deine Gurken alternativ. Beim Wunderslicer schneidest du dann die Gurkenscheiben auf dem Linkslauf Stufe 2,5. Danach gibst du die Gurken in die Schüssel hinzu und vermischst das Ganze nochmal gut. Und dann lässt du das Ganze mit dem Deckel drauf einfach für ca. 2 Stunden im Kühlschrank durchziehen. Nach dem Durchziehen das Ganze nochmal vermischen und fertig ist der leckere Gurkensalat. Lass es dir schmecken!